Hallo. Hallo. Setz den Mütze um, Korbe, die ist kalt! Setz den Mütze um, Korbe, die ist kalt! Du hast doch kaum Haare! Ja, hier, Thomas, was sagen Sie denn bitte hier? Vielen Dank, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu der Demonstration hier vor dem historischen Dreier Rathaus, zu der Demonstration der Bürgerinitiative Pro Landschaftsschutz Leite. Und ich möchte euch, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Lokalpolitiker, die ihr hier seid, die anderen Bürgerinitiativen aus Fischlaken, aus Harzdorf, aus der Mecklenburgswiese und unsere Gastredner und vor allen Dingen auch unsere Bauern und Landwirte ganz recht herzlich begrüßen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Und damit ihr auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt, ganz kurz nur, mein Name ist Christian Kallweit. Ich bin einer der Sprecher der Bürgerinitiative hier in Leite. Ich bin 41 Jahre alt und wohne seit 41 Jahren in Leite und werde nicht akzeptieren, was hier passiert. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Andreas Kirchmann, bin 45 Jahre, wohne 45 Jahre in Leite und werde es ebenfalls nicht akzeptieren. Bevor wir dann jetzt gleich zu den wesentlichen Punkten kommen, warum wir überhaupt hier sind, möchte ich ganz kurz die Gelegenheit ergreifen und einmal Danke sagen. Und zwar Danke an die vielen Mitarbeiter, die im Hintergrund dieser Bürgerinitiative seit 5 Wochen bis in die Abendstunden hinein aktiv sind, um der Stadt Essen Paroli zu bieten. Vielen Dank an euch alle. Und ob ihr es glaubt oder nicht, eigentlich möchte ich auch unserem Oberbürgermeister danken, der mir jetzt gerade eine schöne Stallvorlage geliefert hat. Denn ich möchte mich bei euch bedanken und bei dem Oberbürgermeister, dass wir bei dieser Kälte hier stehen und im wahrsten Sinne des Wortes den Hintern für ihn abfrieren. Aber eins, Herr Kufen, kann ich ihm versprechen, wir lassen nicht nach und der eisige Wind, der aus Leid ins Rathaus weht, der kommt erst noch. Yeah!
Des Weiteren werden wir dafür Sorge tragen, dass dieser Grabstein, der hier unten unterhalb der Treppe schon platziert worden ist, niemals auf einer dieser Flächen zu stehen kommt. Ich freue mich auch, dass wir es endlich geschafft haben, die mit immerhin drei Bürgerinitiativen, die es in Leite gab, gestern zu vereinen. Mittlerweile stehen über 800 Leute hinter dieser Bürgerinitiative. Diese Bürgerinitiative hat weit über 5000 Unterschriften gesammelt. Und im Verbund mit den anderen Initiativen in den anderen Stadtteilen sind wir bei über 16.000 Unterschriften. Auch das. Und diese Anzahl, das sollte den Leuten im Rathaus einfach mal zu denken geben. Über 5000 Unterschriften aus Leite, Herr Kufen. Das ist mehr, als Sie gewählt haben. An der Stelle sei aber auch gesagt, wofür wir uns einsetzen und wofür eben auch nicht. Wir, die Bürgerinitiative, lehnen Fremdenfeindlichkeit absolut ab und wir unterstützen keine Gewalt gegen Mitmenschen, egal welcher Couleur. So, kommen wir zum Wesentlichen heute. Warum sind wir hier? Wir wollen nicht, dass die Landschaftsschutzgebiete an der Hochfeldstraße, Wattenscheider Straße und insbesondere auch an der Lahnbecke Straße bebaut werden. Weder Landschaftsschutzgebiete noch Grünflächen noch landwirtschaftliche Flächen, die die Existenz unserer Landwirte gefährden. Und dass sich die Presse so schön mitteilt am Wochenende, muss ich der Stadt gestehen, war ganz schön geschickt eingefädelt. Allerdings muss man auch dazu sagen, steht dort nur die halbe Wahrheit. Ja, es ist dort die Sprache gewesen, dass die Fläche in Leite an der Hochfeldstraße vom Tisch sei. Das ist aber auch wirklich nur die halbe Wahrheit, weil Leite war von Anfang an mit zwei Flächen geplant. Und ich kann Ihnen heute versichern, aufgrund eines Papiers, was mir vorliegt, wird die Lahnbecke Straße bebaut. Mit 500 Flüchtlingen in dem Wald auf der rechten Seite und auf der gegenüberliegenden Seite in dem Brachland. Wir können überhaupt nicht nachvollziehen, warum eine Stadt, die pleite ist, die kein Geld verfügt, 102 Millionen Euro ausgeben möchte. 102 Millionen, davon 60 Millionen allein in der Erschließung dieser Grundstücke. 60 Millionen sollen ausgegeben werden für 3 Jahre. Denn eins muss man auch mal wissen, diese Flüchtlingsbebauung ist rechtlich zulässig, darf aber nur für 3 Jahre dort stehen. Danach muss zurückgebaut werden. Alles andere ist illegal und es stand heute nicht rechtens. Ja, dann gibt's Zuschauer. Klar, dann wird das als Bauland. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum man auf Grundlage spekulativer Zahlen, die aufgrund dieser Flüchtlingsströme in den Rat geworfen werden, und da möchte ich gerne meinen Namensvetter, den Herrn Calvert von der CDU, zitieren: Wir wissen ja gar nicht, was wir kommen, was noch kommt. Und aufgrund dessen, weil wir es nicht wissen, investieren wir 60 Millionen. Aber eins ist auch klar: Mit spekulativen Zahlen umzugehen und höchst spekulativen Geschäften zu betreiben, das können wir hier in Hessen. Verdeckt die Nummer. Auch muss hier allen klar sein, dass die Stadt Essen, und das ist ja nicht von der Hand zu weisen, mittelfristig versucht, diese Äcker und Flächen und Landschaftsschutzgebiete zu Bauland werden zu lassen. Die Stadt Essen hat mittlerweile die Genehmigungen bekommen, bis zu 7 Stockwerke für sozialen Wohnungsbau zu bauen. Für unsere Politiker solche Häuser einbauen. Und auch eins ist auch noch klar, und das muss uns auch klar sein, allen, auch Flüchtlinge wollen nicht in einer Betonwüste wohnen. Ja, wir haben, wir haben,
haben in der Innenstadt über 10.000 leerstehende Wohnungen. Und die Zahlen, die die Stadt vorlegt, sind auch künstlich hochgerechnet. Man rechnet uns vor, dass 6.000 Flüchtlinge untergebracht werden. Das ist zwar auf der einen Seite richtig und auf der anderen Seite genauso falsch. Weil die Leute, die Flüchtlinge, die heute schon untergebracht worden sind, werden einfach mitgezählt, um diese Flächen zu bebauen. Polizeipräsidium ist auf Platz. Rathaus auf! Jo! Bevor ich jetzt auch nochmal das Wort hier an meinen Kollegen und zweiten Sprecher der Bürgerinitiative weitergebe, möchte ich noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass Leute unter Ihnen sind, die mit einer Spendengasse herumgehen, weil wir in der nächsten Zeit sicherlich auch Geld brauchen, um rechtlich gegen die Stadt anzugehen. Außerdem würde uns freuen, wenn Sie auf unserer Unterschriftenliste unterschreiben und auf unserer Online-Petition Ihr Votum dagegen abgeben. Entschuldigung, jetzt haben wir hier im Fahrplan hier ein bisschen vertan. Ich würde mich freuen, wenn jetzt ein Vertreter der Landwirte zu uns kommen kann, denn ich glaube, der kann sicherlich noch mal ganz gut was zu den Ackerflächen hier sagen. Ja, ich halte ja fest hier. Obwohl ich denke, die Mikrofon ist eingefroren, aber es ist halt durch. Ja, liebe Mitbürger. Mein Name ist Christoph Ritter und ich möchte hier an meinen Vorredner anschließen. Ich bin 56 Jahre alt und so lange wohne ich auch schon in Kralheide. Also, liebe Mitbürger, gegen viele anderslautende Behauptungen gehören uns Landwirte nur 15% der Flächen, die wir hier bewirtschaften. Das ist der Durchschnitt in Essen, aber auch in Essener Osten hier, in diesem Stadtbezirk. 85% der Flächen gehören den großen Konzernen wie E.ON, Ruhrgas und ThyssenKrupp oder der Stadt Essen selber oder anderen privaten Grundeigentümer. Wir Landwirte, wir betreiben alle Ackerbau. Das ist die Basis, dass wir weiter Landwirt bleiben können. Die meisten von uns haben noch weitere Betriebszweige. Aber ohne Landbewirtschaftung können wir keine Landwirte sein. Und das ist der große Spagat, den wir bewältigen müssen. In dem Bemühen, weiter Landwirtschaft betreiben zu können, aber auch die divergierenden Interessen der anderen Grundeigentümer, die verkaufen wollen, gerecht zu werden. Unser Dank gilt aber auch den Grundeigentümern, die in den letzten Wochen auf Anfrage der Stadt kategorisch gesagt haben, wir werden nicht verkaufen und damit für einige Flächen schon gesagt haben, das wird nicht. Und das möchte ich hier an dieser Stelle auch mal sagen. Ein ganz großes Dankeschön an euch, an ihn alle. Das tut uns Landwirten, und hier sind 7 oder 8 auch Berufskollegen von mir da, das tut uns richtig gut, dass auch mal für uns so Stimmung gemacht wird. Vielen, vielen Dank. Die von der Stadt Essen vorgeschlagenen Flächen tragen alle die Widmung Landschaftsschutzgebiet. Darüber hinaus sind sie auch im oberregionalen Flächennutzungsplan als Kernzone bevorzugt für die Landbewirtschaftung, für die Landwirtschaft festgelegt. Das allein schon ist eine hohe Hürde. Und das kann nicht sein, dass das so weggewischt wird auf einmal. Die landwirtschaftlichen Flächen, sie dienen auch als Frischluftschneisen für die verdichteten Kernzonen dieser Stadt. Und die dienen auch als Naherholung für die Bürger. Und ich möchte Sie jetzt mal gedanklich auf einen kleinen Spaziergang mitnehmen. Wir starten in Isinger Fell. Wir gehen über die Wasserturmstraße. Wir überqueren die Rote Straße und durchlaufen die 5 Höfe. Dann wandern wir den Helf runter, entlang des Leiterbaches, überqueren dann die Autobahn und die Eisenbahn durch den Forstgarten und landen nachher am Mechtenberg. Da kann man gut und gerne 1 bis 2 Stunden laufen. Und man kann bei schönem Wetter eine wunderbare Fernsicht genießen. Von Fellbad bis nach Bochum-Wattenscheid, Gelsenkirchen, man sieht sogar die Arena auf Schalke. Und man kann bis nach Oberhausen gucken. Ja. Ich meine, man könnte sogar auch den Fernsehturm von Dortmund sehen. Man kann auch den Tetraeder und die Skihalle in Oberhausen erkennen. Und ich denke, wenn man dieses Stück Landwirtschaft
diese gewachsene, jahrhundertealte, von uns Landwirten und Bürgern geprägte Kulturlandschaft genossen hat. Das soll auch so bleiben und das wollen wir auch nicht ändern. Diese Ackerflächen, und das gerät ja manchmal auch in Vergessenheit, sie dienen aber auch einem jahrhundertealten Anspruch oder Zweck. Auf ihnen werden Nahrungsmittel produziert. Wenn wir im Jahreskreislauf pflügen und säen und pflegen und ernten, dann haben wir gerade hier in NRW, das kann uns ja keiner nachsagen, unter höchsten Standards qualitätsmäßig sehr gute Produkte erzeugt, die zu hochwertigen Nahrungsmitteln verarbeitet werden. Und das soll auch so bleiben hier. Ja. Unser Land und unsere Stadt steht vor einer großen Herausforderung. Wenn Flüchtlinge, die berechtigt bei uns Zuflucht suchen, Schutz brauchen und Unterbringung, dann wollen wir den ihnen auch gewähren. Aber über die Art und Weise der Unterbringung, da liegen wir größtenteils im Clinch mit der Stadtverwaltung. Wir haben auch in zwei Gesprächen schon mal, so meinen wir, gute Vorschläge gemacht, wie man das auch anders machen kann. Und wir haben auch aus der Opposition des Essener Rates, insbesondere von der größten Partei dort, der größten Oppositionspartei, schon sehr gute Vorschläge gehört. Und die sollten auch berücksichtigt werden. Ja, dann ist das Problem, der Liste hier drin liegen. So, im November ist ein neues Baurecht eingeführt worden. Es gilt, wachsam zu bleiben. Demnach kann unter bestimmten Bedingungen in der vorweggenommenen Besitzeinweisung auch eine Enteignung vorgenommen werden. Momentan will die Stadt da noch nicht dran gehen. Aber die Flächen, die jetzt durch bestimmte Erklärungen oder durch Hinweise des Regierungspräsidiums durch fehlende Entwässerungsmöglichkeiten rausgefallen sind, die sind auch nicht ganz außer Gefahr. Über die müssen wir nächstes oder übernächstes Jahr wahrscheinlich wieder verhandeln. Es gilt also, gute und sehr gute Vorschläge auch der Stadtverwaltung zu machen, sodass sie gezwungen sind, sich damit zu befassen und die Ackerflächen unangetastet zu lassen. Und dann können wir vielleicht auch zwei Ziele erreichen, dass wir die Kulturlandschaft, so wie sie jetzt noch haben, die restlichen landwirtschaftlichen Flächen, dass wir die weiterhin auch, dass wir Landwirte weiterhin auch da produzieren können, dass sie auch da ihre Freizeit genießen können und dass den Flüchtlingen eine angemessene Unterkunft beigebracht wird. Vielen Dank. Ja, ich möchte auch noch mal ganz kurz daran anknüpfen. Also auch wir von der Bürgerinitiative haben der Stadt und der Bitte von unserem Oberbürgermeister Folge geleistet und haben für jede Fläche, die wir abgelehnt haben, ich glaube, 20 Alternativvorschläge mitgeteilt. Ein insgesamt 15 Seiten langes Schreiben ist an die Stadt gegangen und zu aller Enttäuschung, aber ich habe es auch nicht anders erwartet, haben wir bis heute noch keine Resonanz aus der Stadt, von der Stadtverwaltung bekommen. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal kurz das Mikrofon oder Megafon an die Kollegen hier weitergeben, die von der ehemaligen Initiative Lahnbeckel jetzt zu uns gehören und sicherlich als Anwohner zu der Fläche, die als nächstes, ich sag mal, im Visier der Stadt steht, noch mal ein paar Worte zu verlieren sind. Karin fängt als alte Leiterin an. Als alte Leiterin? Als alte Leiterin. Jo, kannst du machen. Ja. Aber ich habe nichts vor. Ja. Einfach so drücken und nah ran. Ja, weißt du? Ja. Ganz genau. Nein. Als alte. Nee, ganz nah an den Mund. Ja, draufdrücken. Ja, ganz nah an den Mund. So spreche ich dann richtig rein, vor den Mund haben. Liebe Mitbürger, als alte Ladenbäckerin, die schon seit 1960 mit Unterbrechung hier wohnt, melde ich mich kurz zu Wort. Seit Wochen bin ich einfach
ganz vor dem Mund haben. Seit Wochen bin ich einfach nur fassungslos, wütend und unendlich traurig. Was und wer in aller Welt ist berechtigt, unsere grüne Lunge zu bebauen? Es ist die Frischluftschneise unserer grünen Lunge, die bewusst das Städtedreieck Gelsenkirchen, Bochum und Essen trennt. Es kann noch geatmet werden in dem Teil Deutschlands mit Millionen von Einwohnern, dem Ruhrpott. Wir sind stolz darauf, dass es uns in den letzten Jahrzehnten endlich gelungen ist, in einer sauberen, klaren Luft atmen zu können. Das war nicht immer so. Erinnert euch an eure Kindheit. Ich liebe meine Lahnbecke. Hier kann ich noch frei atmen und bin ich gewillt, mich nur auf einen Quadratzentimeter von diesen freien Flächen zu trennen. Hallo Leute, ich bin sehr aufgeregt. Meine Emotionen gehen mit mir durch. Wir als Besitzer der Lahnbecke, ich weiß nicht, ob ihr die Lahnbecke kennt, es ist ein ganz, ganz kleines Gebiet, wo wir wohnen. 500 Leute, wie sollen wir die integrieren? Wir sind 200 Anwohner in der Lahnbecke. Ein Kindergarten, eine Apotheke, eine Grundschule, Verkehrsverbindung, null. Wie sollen wir das da schaffen? Es ist einfach nicht, ich weiß nicht. Und außerdem sind wir auch Eigentümer und ich möchte auch nicht enteignet werden. So, guten Abend nochmal. Mein Name ist Andreas Kirchmann. Ich hatte auch ein klein wenig was vorbereitet. Ich fange da mal an. Was ist nur in unserer Stadt Essen eigentlich los? Und was ist mit unserer Stadtverwaltung los? Und was ist eigentlich mit Planungsdezernent Hans-Jürgen Best los? Unser lieber Herr Best wollte erst etliche Landschaftsschutzgebiete in unserer Stadt bebauen lassen. Jetzt angeblich will er diese Gebiete zurückstellen und in seine Schublade legen, um sie beim nächsten Mal dort wieder hervorzuholen. Jetzt will Herr Best lieber kleine Wäldchen abroden, zum Beispiel Lahnbecke oder im Fadlor-Hexbachtal. Erst Hü, dann Hott, Herr Best. Kannst du mir das mal runternehmen? Ne? Vielleicht hat Herr Best ja nächste Woche schon wieder einen neuen Vorschlag. Ist Hans-Jürgen Best als Planungsdezernent der Stadt Essen überhaupt der Lage noch gewachsen? Ist er überhaupt noch der Richtige? Was ist mit den vielen Vorschlägen der Bürger auf Brachgelände oder andere Gebiete außerhalb der Natur bauen zu lassen? Er prüft diese vielen Vorschläge anscheinend nicht. Mit seinen skurrilen Bebauungsplänen sorgt er für sozialen Unfrieden in unserer Stadt. Warte mal, haben die einen Kaffee genommen? Nee. Oberbürgermeister Kufen und Herr Best sollten deswegen beachten, dass trotz der schwierigen Situation den Bürgern nicht zu diktieren, was passiert. In den letzten Wochen protestierten Tausende von Bürgern an verschiedenen Orten in Essen. Der Widerstand in unserer Stadt wächst und wächst. Es können Lösungen zur sicheren Unterbringung der Flüchtlinge geschaffen werden. Man muss sie seitens der Stadtverwaltung auch anstreben. Aber Herr Best pokert mit Flächen, die nachher als viele Stücke verkauft werden sollen. Herr Planungsdezernent Best stößt den Bürger ja auch vor den Kopf mit Aussagen wie: Die Landschaftsschutzgebiete stehen weiter im Fokus. Nur am 27.01. nicht. Ja, was ist denn jetzt los, Herr Best? Er will sie vielleicht im Sommer wieder aus der Schublade holen oder spätestens 2018, nachdem unsere Zeit als grüne Hauptstadt Europas abgelaufen ist. Ist so ein Planungsdezernent wie Hans-Jürgen Best für so eine tolle grüne Stadt wie Essen noch tragbar? Nein! Viele Bürger zweifeln daran, wie wir gerade hören auch. Ne? Ja, unser Oberbürgermeister Kufen kann diese Frage ja vielleicht mal beantworten, ob Herr Best noch der Richtige ist. Und unser Oberbürgermeister Kufen, wir DBI-Leiter haben Herrn Kufen am 10.01.2016 einen Brief geschrieben und haben bis heute natürlich keine Antwort. Also knapp 10 Tage. Ne?
Herr Oberbürgermeister Kufen, Sie haben im Wahlkampf zur Oberbürgermeisterwahl gesagt, Sie stehen für Offenheit, Transparenz und Bürgernähe. Sie wollen ein Kommunikator dieser Stadt sein. Nur leider, Oberbürgermeister Kufen, können wir Ihre Tugenden, die Sie genannt haben, nicht erkennen. Auch bei den vielen Veranstaltungen der Bürgerinitiative in Essen hat man seitens der Stadtverwaltung niemanden gesehen. Sieht so Bürgernähe, Transparenz und Offenheit aus? Deswegen, lieber Oberbürgermeister Kufen und liebe Stadtverwaltung, lösen Sie die Probleme mit den Essener Bürgern gemeinsam. Wir nehmen den Obern weg. Nehmen Sie die vielen Vorschläge zur Unterbringung der Flüchtlinge außerhalb der grünen Erholungswelt und lassen Sie den Bürger ihre grünen Landschaften, ihre grüne Lunge. Die Menschen brauchen diese Orte, um zu leben, um zu träumen. Denken Sie auch an die nachfolgenden Generationen. Die werden diese grüne Natur auch zum Leben brauchen. Dankeschön. So, als nächstes begrüße ich dann nochmal einen weiteren Gastredner, Herrn Hausmann, auch vom Isingerfeld. Und damit haben wir, glaube ich, Leite relativ groß auch abgedeckt. Wo ist er? Andreas? Ja. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir haben in Essen 30.000 leerstehende Wohnungen und bebaubare Brachflächen für weitere 30.000 Flüchtlinge. Politikerinnen und Politikerinnen der Großen Koalition im Rat der Stadt Essen mit 2/3 Mehrheit. Wir sagen euch eins, wir haben nicht umsonst über Jahrzehnte für eine lebenswerte, grünere Stadt gekämpft. Wenn ihr Politiker nur ein einziges Landschaftsschutzgebiet oder Wiesen- oder Ackerfläche anrührt, werdet ihr einen heißen Winter und ein heißes Frühjahr erleben. Und das nicht nur durch das Bürgerbegehren, das euren Ratsbeschluss aufhebt, sondern durch eine Fülle von Großdemonstrationen in der Innenstadt und Gerichtsverfahren. Wenn ihr glaubt, dass Bürgerbegehren durch inzwischen abgeschlossene Bauverträge der Stadt mit den Baufirmen aushebeln zu können, so täuscht ihr euch. Wir werden in diesem Fall die Stadt mit Gerichtsverfahren und Großdemonstrationen eine nach der anderen überziehen. Nicht ihr habt uns gewählt, sondern wir haben euch gewählt, damit ihr euer Mandat zum Wohle der Bürger und Bürgerinnen ausübt und nicht mit einem Federstrich jahrzehntelange Errungenschaften einer lebenswerteren, grüneren Stadt auslöscht. Wenn ihr euren Mandatsauftrag verratet, zieht euch warm an. Guten Abend. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Björn Karl. Ich bin 36 Jahre alt. Lauter!
Richtig laut und schreib ein. Guten Abend, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Björn Karl, ich bin aus dem Hexbachtal, wohne jetzt seit 36 Jahren am Hexbachtal, bin auch 36 Jahre alt. Und wir wollten euch mitteilen, wir stehen euch hier zur Seite aus dem Hexbachtal. Wir stehen zusammen für Essen. Wir im Hexbachtal gehen auf die 9000 Unterschriften zu. Wir im Hexbachtal gehen mittlerweile auf die 9000 Unterschriften zu. Und wir zusammen, wenn wir aufstehen und zusammenstehen, wir sollten es schaffen, dass diese komische Politik, die hier betrieben wird in Essen, nicht stattfindet, sondern dass man hier vernünftige Lösungen findet. Lasst uns zusammen kämpfen für eine grüne Natur. Ich habe keine Lust irgendwann. Lasst uns zusammen kämpfen für eine grüne Hauptstadt Europas 2017. Ich habe keine Lust irgendwann in kleinen Manhattan zu wohnen, wo der Schlosspark und irgendwo anders noch eine kleine grüne Fläche ist und der Rest ist grau bebaut. Schönen Dank, dass ihr alle da seid. Von der Stadt Essen, aber wir lassen uns als Bürgerinitiativen in Essen dadurch nicht auseinander dividieren. Und damit auch noch mal einen lieben Gruß in die Stadtverwaltung. Auch die Bürger ihrer Stadt machen ihre Hausaufgaben. Wir, die Bürgerinitiative Pro Landschaftsschutz in Leite, werden jetzt in der kommenden Woche den ersten rechtsberatenden Termin bei einer renommierten Anwaltskanzlei haben, die unter anderem auch die Bundesrepublik Deutschland im Verwaltungsrecht vertritt. Und wir werden alle Mittel einsetzen, um gegen dieses Vorhaben zu kämpfen. Aber wie ihr euch auch vorstellen könnt, machen die Anwälte auch nichts umsonst. Und deswegen nochmal meine Bitte, die Kassen, die hier unterwegs sind, reichlich zu füllen. Wir müssen die Kriegskasse füllen, wir brauchen das Geld. Für den Verbleib dieser Spenden kann jederzeit auf Anfrage bei uns natürlich eingesehen werden. Dieses Geld wird nur für diesen Zweck ausgegeben. Sollten wir am Ende des Kampfes Geld überhaben, so werden wir sicherlich einen guten Zweck finden, den wir das Geld zukommen lassen können. Außerdem sind hier ein paar Leute unterwegs, die Unterschriften sammeln. Auch da würde ich mich freuen, wenn ihr euch alle nochmal eintragen könntet, sofern ihr das nicht auf unserer Online-Petition schon gemacht habt. Vielen Dank. Weiterhin werden wir als nächsten Schritt mit Nachdruck unserem Antrag Folge leisten, den wir beim Europäischen Parlament eingereicht haben, zur Aberkennung der grünen Hauptstadt 2017. Damit verbunden setzt die Stadt Essen ca. 5 Millionen Fördergelder aufs Spiel. Die Bebauungspläne dieser 15 Landschaftsschutzgebiete bzw. dieser 15 Flächen, 13 davon in den Landschaftsschutzgebieten, stehen im starken Widerspruch zu der Bewerbung als grüne Hauptstadt 2017. Ja, wir haben die angerufen, habe ich gesehen. Ja. Nach dem Ratsbeschluss am 27. werden wir in Leite nochmal einen weiteren Infoabend für euch veranstalten. Dort haben wir dann auch endgültig Zahlen, Daten und Fakten auf dem Tisch liegen und die werdet ihr dann sicherlich auch bis dahin aus der Presse erfahren haben. Dort möchten wir mit euch die weitere Vorgehensweise dann auch besprechen. Als nächstes würde ich sagen, ist um 19.30 Uhr hier von der Kreier Bürgerschaft noch eine Veranstaltung angesagt. Ich bin gerade darauf hingewiesen worden, dass die Kapazitäten in dem Ratssaal hier im Kreier Rathaus sehr begrenzt sind. Von daher hätten wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Du musst dich halt anders halten. Da ganz dann halt. Vielleicht ist noch jemand von einer anderen Bürgerinitiative hier, der auch noch mal das ein oder andere Wort wechseln möchte. Vielleicht haben wir hier noch einen Kollegen aus Harzopf. Ja, los, komm hoch.
Ja, aber ich musste ja irgendwie so halten. Das war eben. Geht das so? Geht das so? Ist jetzt zurück. Ja, liebe Freunde, ich darf euch auch viele Grüße von der BI. Harz und Fullerum sagt nein. Grüßen. Ich freue mich, dass ihr hier auch so zahlreich erschienen seid. Wir haben am Samstag eine tolle Demo in Harzopf, auch mit über 1000 Leuten, um dieser Stadtverwaltung zu zeigen, so geht es nicht mit uns Bürgern. Wir lassen uns auch nicht auseinanderdividieren durch irgendwelche Enden in der Zeitung, durch Falschmeldungen, durch Desinformation. Wir stehen zusammen. Wir stehen zusammen, dass 2017 Essen auch immer noch verdient, Grüne Hauptstadt 2017 zu heißen. Ich selber komme aus den südlichen Gefilden Deutschlands ursprünglich. Solche Vorgehensweisen in der Verwaltung, das sagt man bei uns immer, sowas hat ein Geschmäckchen. Hier würde ich sagen, es stinkt bestialisch. Tschüss. Ja, das ist jetzt etwas schneller durch als mit unserem Programm und auch offiziell ja nur bis 19:30 Zeit haben, hier ein bisschen zu sprechen. Wäre jetzt die Gelegenheit, falls noch irgendein Bürger oder jemand anders etwas sagen möchte, so würden wir ihm ganz gerne auch die Gelegenheit geben. Ja, sagen Sie. Kommen Sie rein in die Tube. Los. Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Jörg Inden. Ich bin einer der vielen Anwohner aus der Grimbergstraße. Ich bin einer der Anwohner in der Grimbergstraße, wo wir seit über 25 Jahren schon eine Unterkunft für Asylanten haben. Und diese Unterkunft sollte ja eine Halbwertszeit von 25 Jahren, glaube ich, haben. Mittlerweile plant man ja eine weitere Bebauung bzw. eine Erweiterung, nochmal 75 Menschen dazuzunehmen. Dagegen haben wir rein gar nichts. Nur die Art und Weise, wie das wieder über alle Köpfe entschieden wird, die stinkt uns gewaltig. Und wenn der Herr Bürgermeister, der Herr Oberbürgermeister Kufen sagt, wir nehmen unsere Bürger mit, und er will uns alle ernst nehmen, dann ist das reine Heuchelei. Es sieht letztendlich so aus, dass über unsere Köpfe entschieden wurde, dass einfach jetzt bebaut wird und neu gebaut wird. Ein Container, der schon marodisiert ist, wird aufgebaut, ein neuer wird zusätzlich gebaut. Wir haben eine sehr schlechte Infrastruktur in dieser Straße. Wir haben Bürgersteige, die nur auf einer Seite laufen, auf mehreren hundert Metern. Wir haben eine 30er-Zone, an die sich dort niemand hält. Dort ist ein Kindergarten. Es gibt noch nicht mal einen Zebrastreifen, damit die Kinder zum Kindergarten sicher geleitet werden können. Oder die vielen Flüchtlinge oder Asylanten, die morgens in Strömen jetzt zur Bushaltestelle gehen, auch die kommen teilweise nicht sicher zu ihrer Bushaltestelle. Und wenn das so weitergeht, hier in Krai, dann kann der Herr Oberbürgermeister Kufen auch sicher sein. Schöne Worte im Wahlkampf, die helfen niemandem weiter. Die helfen uns nicht weiter und die helfen ihm bei der nächsten Wahl erst recht nicht mehr. Danke. Ja, dann freue ich mich sogar noch, dass die relativ neu gegründete, wenn ich das richtig wiedergebe, die relativ neu gegründete Bürgerinitiative aus Horst hier ist, Grünes Horst, und würde auch das Wort dann einfach mal übergeben. Ja, danke schön. Wir waren von der Bürgerinitiative in Werden. Wir waren in der Bürgerinitiative schon in Werden und haben gehört, dass auch die Bürgerinitiative Fischlager Markt retten Geld sammelt. Hier pro Landschaftsschutzgebiet Leite wird auch Geld gesammelt. Ich würde mich sehr freuen im Namen der Solidarität, wenn wir ein gemeinsames Mutter-Ander-Konto gründen würden, um alle zusammenzustehen, um die Gelder, die eingesammelt werden, zu bündeln, damit egal auf wen das losfällt, das vielleicht doch der Rat der Stadt beschließt,
eine Grünanlage zu bebauen, damit dagegen wirksam vorgegangen werden kann mit dem gesammelten Geld von allen Bürgerinitiativen. Dankeschön. Ja. So, möchte noch jemand mal hier hochkommen? Und eins kurz möchte ich auch mal kurz anmerken. Vielen, vielen lieben Dank auch für unsere Kreierjungs, die immer als Ordner einspringen. Pierre zum Beispiel und Co. Ne? Vielen, vielen Dank. Ihr seid ganz tolle Jungs. Die sind immer für uns da. Dankeschön. Ja, ja. Ja, sicher. Hier rein und ganz rein schreien. Liebe Kreier, ich möchte euch einen etwas anderen Gruß überbringen. Nämlich, mein Name ist Dietrich Keil und ich bin der Sprecher der Bürgerinitiative gegen den Giftschredder hier in Krai. Ihr kennt das, die Firma Richter. Seit 20 Jahren versucht sie, uns hier mit PCB zu vergiften. Vor 3 Monaten haben wir hier, nicht weit von hier, demonstriert. Und jetzt freue ich mich unheimlich, dass so viele von euch sich genauso für eine lebenswerte Umwelt einsetzen wie wir. Ihr seid dafür, dass die grünen Flächen nicht zu betoniert werden. Wir sind dafür, dass hier die Luft zum Atmen ohne PCB ist. Wir haben gesagt, giftgrüne Hauptstadt nein, grüne Hauptstadt ja. Ihr sagt, grüne Hauptstadt ja, aber keine betongraue Hauptstadt. Das ist genau richtig. Und wir haben auch gesagt, Recycling, so wie das bei der Firma Richter passiert, ja klar, das ist gut, aber nicht die Vergiftung. Und ihr sagt, Flüchtlinge, ja, die sollen ordentlich untergebracht werden, aber nicht auf Flächen, die dem Landschaftsschutz und dem Klima dienen. All das unterstützen wir. Wir ziehen mit euch an einem Strang. Wir wünschen uns gemeinsam viel Erfolg. So, und ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass wir auch langsam hier Schluss machen müssen, weil die Demonstration auch nur bis kurz vor 7:30 angemeldet ist. Ich sage vielen, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich zähle mit eurer Unterstützung und das macht Mut, auch hier weiterzumachen. Also ich bin gerade nochmal von der Kreier Bürgerschaft darauf hingewiesen worden, dass die Plätze hier im Kreier Rathaus sehr begrenzt sind, Plakate und ähnliches nicht mit hineingebracht werden dürfen. Ihr dürft gerne die Plakate innen drinnen abstellen, draußen abstellen. Also nochmal, vielen Dank, dass ihr hier seid. Vielen Dank für eine friedliche Demonstration. Vielen, vielen Dank. Darf ich die Liste geben? Hallo. Hallo. Und kommt gut nach Hause. Ich wollte schon mal was fragen. Erstmal mit dem festhalten. Ja, dann kannst du mit ihm nachher gehen. Ich will jetzt auch nicht. Oh, jetzt kann ich gleich.